Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 9. Ja, wir sind wieder hier im Kuro-Krater immer noch drinne und haben letztes Mal rausgefunden, wie der Brunnen dann funktioniert. Haben auch ein paar überraschende Gegner gehabt, die auch nicht ganz ohne sind, aber es ist immer noch machbar. Und, ja, wir haben hier übrigens noch einen Mock-Shop und auch wieder ein Mock-Net. So, an Mondo einen Brief überreichen. Danke für die Zustellung, Kupo. Von Moran an Mondo. Dieser Mokrimelian scheint es vollständig aufgebraucht zu haben. Kupo, ich wollte mal nur zum Mocknet-Zentrale gehen und ihm bei meiner Meinung kupon, aber ich habe leider keine Ahnung, wo sie liegt. Kupo, weißt du vielleicht wo, Kupo? Irgendwo muss sie ja sein. Und zum Kupo nochmal. Leider habe ich keinen blassen Schimmer. Die Zentrale ist, Kupo. Okay. Okay, da kommt keine Briefe. Mock-Shop. Ja, Potions haben wir nicht mehr so viele. Aber brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Was haben wir hier noch so? Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt noch mal 10 Zelte ein. Und auch mal 10 Balltriebe. Alle Heilmittel, weil. Ich merke schon, die brauche ich hier ein bisschen mehr. Und ja, dann starten wir mal durch. Und gehen mal in Richtung Attacke nach unten, um Eiko zu befreien. Ich hoffe, ich habe jetzt hier kein Item vergessen. Oder kein Secret. Aber wir haben letzten Part ja schon eigentlich relativ, ich finde, gründlich gesucht. Okay. Da kommt auf jeden Fall wieder ein Freund. Naja, der ziemlich ungemütlich sein kann. So, 2 wieder. So, sie dann einmal angreifen. Tornado. Oh, Tornado macht so viel Schaden. Das haben wir im letzten Part schon gemerkt. Bin direkt Vitra hinterher. Boah, fast 1000 Schaden so auf jeden Mal. Vakuumwelle. Also ich möchte dann bitte einmal, weiß nicht ob Atmos oder Leviathan. Machen wir nochmal Atmos. Das hat ja irgendwie Schaden, was differenziert wird durch die aktuelle AP. 2000 auf beide. Hacklinge. Schön. Nochmal Eisgar hinterher. Die kriegen auf jeden Fall gut EP. Na komm, Lili, du backst es. Er ist jetzt wieder in der Trance. Na, Steiner wieder. Miragen. Senkt Zauberkraft. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Gegen den hier im Tornado verfehlt. Aber gut. Einmal Atmos bitte. Das ist die kurze Version. 1800, das ist nicht wenig. Oh, Tornado. Zwei tot. Oh mein Gott. Leute. Bitte jetzt nicht. Einer ist tot und jetzt macht sie dann den Rest wetten. Ich ließ es schon kommen. Ich würde ja eigentlich ganz gerne, dass beide noch leben. Okay, verfehlt. Jetzt komm, wir müssen die beide noch retten. Hier, einmal bitte Lili wiederholen. Hoffentlich. Und bitte Phönixfeder auf Steiner. Oh, Tornado! Ey, der dreht da voll am Rad. Ey, das macht ja nur noch Tornado. Vivi, hol mal bitte Steiner wieder. Komm. Ey.
Ist das so ein mieser Gegner, ey? Sturzflug? So, bitte Phönixfeder. Auf Lilly. Dann bitte einmal Phönixfeder auf Zidane. Und Lilly muss dann alle hochheilen. Komm, 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 komm. Bitte jetzt keine AOE-Attacke. Bitte Vitra, 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 Vitra. Oh. Das ist doch ein scheiß Gegner, ey. Mann! Ist das so ein mieser, blöder Gegner? Der nervt. Ich glaube, ich sollte erst Lilly versuchen zu retten. Und nicht schon wieder Tornado. Aber Vivi heilt sich da immer. Jetzt verstehe ich auch, warum der nicht so viel Schaden kriegt. Ja, das ist eigentlich vorteilhaft. Okay, Leute, kommt. Lilly. Vakuum, ja, super. Ach, Mann. Was soll denn der Scheiß? Jetzt hört doch mal auf mit dem Quatsch da. Komm, Phönixfeder. Ey, sowas finde ich ätzend. Ey, der macht nur AOE-Attacken, ne? Kann ich hier dich irgendwie zum Schlaf bringen oder sowas? Komm, warte mal. Wir haben doch hier auch ein paar Fähigkeiten. Die können wir da auch mal einsetzen. Verfehlt. Also das geht auf jeden Fall. Ich mach das jetzt. Ich werde das jetzt provozieren mit dem Schlaf. Mich auf jeden Fall immer gegen den. Na komm, schläfer ihn ein. Verfehlt, ey. Kannst du dich mal treffen? Vivi? Was machst du denn für ein Schwachsinn? Komm jetzt, leg zu. Schlaf. Schläft. Hoffentlich hält es auch ein bisschen. Nicht nur eine Runde. Auf jeden Fall Lilly heilen. Na komm, Phönixfeder. Jetzt Vitra auf sich selbst mit volle Kanne selber. Wenn ich zumindest mal einen voll hab. Komm, mit sich selbst komplett. So, Phönixfeder auf Steiner. Genau, sehr schön. Er ist wieder übrigens da. Ist wieder aufgestanden, hat also nicht lang gehalten. Tornado, war klar. Okay, Phönixfeder auf Steiner. Eigentlich wollte ich das jetzt von Vivi einsetzen. High Potion mal auf Lilly. Die nicht wieder stirbt, ja. So, sie dann. Vakuumwelle, okay, der wird jetzt sterben. Ja, sorry für den Fight hier. Das ist schon sehr mühselig. Moment, muss mal gerade gucken. Phönixfeder auf sie dann. Vitra bitte hinterher. Das ist ja ätzend, ey. Nimm mit dir einen Tornado. Gut, dass wir Lilly da, Vivi dabei haben. High Potion mal auf sich selbst. Jetzt macht er nach Ewigkeiten mal wieder Sturz. Okay. Jetzt haben wir es dann endlich geschafft. Nein, jetzt ist sie dann tot. Und Lilly. Ach, was ist das denn für ein Scheiß?
Aber jetzt mache ich den fertig, ey. Komm. Mann. Alles umsonst hier. Die ganze Aufwand, alles umsonst. Das ist der schlechteste und beschissenste Kampf, den ich in diesem Let's Play hier hatte. Das muss ich jetzt mal so sagen. Aber, was mir jetzt gerade auffällt, ich kriege die EP, was verloren gegangen ist, auf die anderen gut geschrieben. Also ganz verloren ist es jetzt nicht. Gut, dass wir das jetzt auch wissen. Gut, dass ich das jetzt relativ weit spät im Spiel erst feststelle. Mann, Mann, Mann. Das war jetzt richtig ätzend. Ich denke mal, die wahrscheinlich, ich gehe mal von aus, dem, den das der Kampf jetzt überhaupt nicht gefallen hat, der wird wahrscheinlich jetzt einfach weiter geskippt haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war jetzt mühselig. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt Äther einsetzen soll. Ich mache jetzt einfach mal auf jeden im Äther. Also, das nervt mich jetzt gerade hier. So. Mann, oh Mann, oh Mann. Was ein Fight. Die nerven halt, also echt. Sieh dann, das unten ist. Das da unten ist Aiko. Auch Kuya und die Schwarzmagie aus dem Dorf sind alle da. Aiko? Ist das so etwas wie eine ein Extraktionskreis? Extraktionskreis? Oh Mann, die Musik kenne ich. Bestia, die Unendlichkeit. Erwacht aus eurem ewig währenden Schlaf. Erfangt das Licht. So schnell konnte ich jetzt nicht lesen. Wollen wir dieser. Kommen wir gleich zwei Chatboxen. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist reif. Okay. Ich glaube, die sind sowieso nervig. Oh, Lilly. Warte, Lilly. Ich weiß, wie du dich fühlst. Wir alle teilen deinen Schmerz mit dir. Hm? Auf geht's. Wow. Holla, die Waldfee. Eigenartig, sag ich. Höchst eigenartig, sag ich. Schon wieder ein Fehlschlag, sag ich. Schon wieder ein Fehlschlag, sag ich. Hast du vielleicht was falsch gemacht, frag ich. Ich hab doch nichts falsch gemacht, sag ich. Wenn hier einer was falsch gemacht hat, dann du, sag ich. Ich hab doch nichts falsch gemacht, sag ich. Du lügst mich auch an. Du lügst mich auch nicht an, frag ich. Wenn hier einer lügt, dann du, sag ich. Haltet doch mal bitte die Klappe. Seid so gut. Er ist schuld, sag ich. Er ist schuld, sag ich. Sohn ist schuld, dass es nicht funktioniert hat, sag ich. Okay, der andere sagt es andersrum. Haltet verdammt nochmal eure Klappe. Eure jämmerlichen Ausreden interessieren mich nicht. Ohne Zweifel. Spüre ich von diesen Mädchen eine mächtige Kraft ausgehen. Tretet mir erst wieder unter den Augen, wenn die Extraktion erfolgreich war. Aber wenn wir weitermachen, dann wird sie das wohl nicht überleben, sag ich. Eigentlich kann man die beste Extraktion nicht vor dem 60. Lebensjahr durchführen, sag ich. Ihr beiden begreift es einfach nicht, oder? Ich muss mir, koste es, was es wolle, eine Bestie zum Untertan machen, die Alexander noch an Macht übertrifft. Eine Bestie, der selbst dieser Garland nichts entgegenzusetzen hat. Diesen Greis zu unterschätzen wäre töricht. Mit meinen jetzigen Kräften bin ich kein Gegner für ihn. Bevor sich der Vorhang für Terras wunderbares Schauspiel öffnet, muss ich mich seiner entledigen, sonst war meine Existenz nichtig. Glaubt ihr also wirklich, es interessiert mich, ob die Kleine das überlebt oder nicht? Macht auf der Stelle weiter! Gopo? Oh, wo kommt denn das auf einmal her, frag ich.
Verschwinde, du garstiges Biest, sag ich. Er, Gobo. Und, war die Extraktion erfolgreich? Gobo? Dieser kleine Mokri hier, der sich unter ihrem Kleid verklochen hatte, wegen dem hat es bisher nicht funktioniert, sag ich. Ja, genau, die Anwesenheit von zwei Auren hat uns verwirrt, sag ich. Dann bring diesen kleinen Störenfried um. Wir haben schon genug Zeit wegen ihm verloren. Gobo. Mogo. Oh nein, Mogo, versteck dich. Schnell hinter Aiko. Mogo, was hast du? Aiko, ich danke dir für alles. Mogo? Was? Was? Hab keine Angst, Gobo. Ich werde immer bei dir sein, Gobo. Oh. Hier vielleicht, Mogo. Mogo. Jetzt bist du dran, sag ich. Jetzt bist du dran, sag ich. Okay. Ich kann mich auch ein bisschen dran erinnern. Da war nämlich was. Jetzt wird's lustig. Aiko gegen diese zwei. Mogo, sprich Terra Homing Spruch Kupo. Hä? Ich versuch's, Mogi. Mogo. Terra Homing. Ja, cool. Boah, was geht jetzt ab? Ach du meine Güte. Boom. Beide fertig. Ich wollte in deiner Nähe sein, Aiko. Deswegen verliere ich mir das Aussehen von Mogo. Das ist eine Bestia, ich verstehe. Aber sei unbesorgt, Kupo. Ich werde dir immer Schutz gewähren, Aiko. Mhm. Aiko, bist du okay? Aiko geht's gut. Aber Mogo hat Aiko beschützt. Das wusste ich nicht. Dass Mogo eine Bestia war. Sie nahm die Gestalt eines Mokris an und hat Aiko die ganze Zeit beschützt. Ich dachte immer, Mogo sei ein kleiner, hilfloser Angsthase. Aber sie hat Aiko beschützt und für Aiko gekämpft. Wer hätte das gedacht? Oh. Mogos Schleife. Mogo. Haarband erhalten. Kopf hoch, Aiko. Mogo wird immer bei dir sein. Ich weiß. Ich fasse es nicht. Hat die Seele dieses Mokris da eben eine Trance durchgemacht? Kuya. Eine Situation, gegen die sich jedes einzelne Haar des Körpers sträubt. Ein emotionaler Ausbruch. Wirft einen dies etwa in den Zustand der Trance? Wenn man also mit dem Rücken an der Wand steht, nur noch der Wille zu überleben, das ganze Denken beherrscht, oder man das Bedürfnis verspürt, andere zu beschützen. Was faselst du da für einen Wirren? Heißt es also, wenn die Stärke der Seelen allen anderen Seelen überlegen ist, soll man diese nehmen, selbst wenn man eine Fremde ist? Nein. Warte.
Ja, es gibt sie tatsächlich dort. Ja. Was genau hast du eigentlich vor? Euch Narren brauche ich nicht mehr. Warte. Vivi, pass auf. Ich denke, die Zwillinge reichen, um euch zu beseitigen. Naja, es sind nicht mehr ganz die Alten, aber... Warte, was ist mit den Schwarzmagiern aus dem Dorf? Nicht, Vivi, alleine ist es zu gefährlich. Boah. Sieh dann, irgendwas stimmt mir hier nicht. Ich dachte, die wären tot. Okay, Bossfight. Hui, 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 hui. Okay, also sie sind jetzt irgendwie fusioniert, oder was? Okay, dann bitte einmal, ja. Virendampf. Was geht jetzt ab? Boah, wie viel Schaden wir machen, ey. Bitte komm, einmal Vitra. Lilly kann sich nicht konzentrieren. Ja gut, dann bitte Aiko. Und klauen. Ich habe ganz vergessen... Im letzten Bosskampf konnte ich gar nicht klauen, stimmt. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe ganz vergessen zu klauen, aber... Ist nicht so. Vivi ist gar nicht bei. Schade. Boah, was den Schaden macht, ey. Vakzin geklaut. Zauberabwehrkraft, Verteidigungskraft. Machen wir mal Verteidigungskraft, weil wir sind zwei Minis dabei, also Zidane und Steiner. Aiko hält echt nicht viel aus, kaum Leben, ne? Oh, schon wieder Bio. Okay, bitte mal noch ein Vitra hinterher. Und dann bitte klauen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das zweite Mal klauen ist oder dritte Mal. Oder ob ich überhaupt schon geklaut hatte, ob er mal fehlgeschlagen ist. Vitra. Ich habe auf jeden Fall zwei Heiler dabei. Okay, ist fehlgeschlagen, dann ist egal. Fittich. Oh Gott. Meine Güte, dass der reinhaut. 2500. Mir trotzdem mal interessieren. Oh, warte mal. Die Frage ist, wenn er ja. Ich würde ja sagen, machen wir mal Reflekt auf Zidane. Auf Aiko. Lee kann sich nicht konzentrieren. Ja, super. Dankeschön. Hast. Wir können ja Hast auf Aiko machen. Das wäre nicht schlecht. Na komm, einmal angreifen. Wollen wir einen Heiler mal Aiko Hast machen? Oh, jetzt hat er diese Scheiße drauf. Alle Mittel auf Lilly, bitte. Bitte einmal Heilung. Mit Aiko. Was machen wir hier? Ich würde sagen, machen wir mal jetzt Refleck auf Aiko. Falls nochmal so ein hässlicher Bio-Zauber kommt. Jetzt kommt wieder Bio. Okay, Aiko nochmal auf Reserve lassen. Ich weiß gar nicht, ob Disaster vorhin funktioniert hat. Ich mach's jetzt einfach nochmal. 1400. Verfehlt, okay. Bio.
Machen wir Analyse auf den Gegner. Jetzt macht er wieder den Scheiß. Ach, durch Reflex hat er selber jetzt abbekommen. Einmal. Bitte einmal heilen. Gruppe. Sie dann Angriff. Analyse, komm. Muss funktionieren. Ah, super. War ja so klar. Nochmal Desaster. Sehr schön geheilt. Alle vergiftet. Ey. Ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, hier jeden Einzelnen mit der Vergiftung zu heilen. Da müssen wir jetzt einfach durch. Ach, jetzt habe ich den auch geheilt. Durch Reflex. Natürlich suboptimal. Fittisch. Okay, Aiko hat gut Damage gepressen. Mal gerade überlegen. Ich mach mal Hast auf Zidane. Zidane noch öfters angreift. Aber wir haben nicht so viel Damage Output hier. Da werde ich schon mal ein bisschen Druck machen. Fittig wieder. Speed, schön. 1500. Verfehlt. So. Sich selber nochmal. Einmal Hast geben. Toxinstaub. Allheilmittel auf Aiko. Genau, sehr schön. Dann bitte einmal Leviathan. Okay, komm, 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 komm. Okay, jetzt wieder Showtime für Bestia. Das ist okay. Bio? Na gut, boah, 3000er Crit, ey, schön. Machen wir nochmal Atmos hinterher. Sich selbst, schön. Sie da nochmal angreifen. Ah, der macht so viel Schaden, der Steiner. Verfehlt, ja super. Dann nochmal Hast auf Steiner. Bio. Ganze Gruppe, ey. Einmal bitte Vitra von Lilly. 1599. Angriff. 2700. Lilly kann sich nicht konzentrieren. Oh Mann! Das macht mir jetzt echt Probleme gerade. Und Aiko ist jetzt wieder in der Stasis. Bitte Gruppe heilen, komm. Alle Heilmittel. Jetzt die Gruppe heilen, Leute. Beide. Kommt, 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 kommt. Sehr gut, sehr gut. Fittig. Auch nochmal.
So, lassen wir das Mana noch übrig. Ich weiß ja nicht, was ich noch machen könnte, aber ich lasse es einfach mal drin. Oh, schön. Schön. Boss besiegt. 11 AP und die kriegen alle keine... Was? Ja, das ist ja scheiße. Also irgend so ein Debuff drauf. Ja, super. Vivi, wo ist Kuya? Ist der etwa abgehauen? Vivi? Sie folgten ihm alle, obwohl ihnen irgendwo wohl klar war, dass er sie nur benutzen würde. Und dann sagte er ihnen, selbst wenn er wollte, er könne ihre Lebensspanne nicht verlängern. Kuya, dieser Mistkerl, was bildet er sich ein? Entschuldige. Wir waren solche Narren. Ihr könnt nichts dafür. Wo sind die anderen Schwarzmagier? Alle sind am Boden zerstört. Sie sind dort drüben. Sieh dann, was soll ich mit ihnen denn nur in einer... Was soll ich ihnen denn nur in so einer Situation nur sagen? Vivi. Tja. Hey, Vivi, wohin gehst du? Ich. Das Einzige, was ich jetzt für sie tun kann, ist, einfach nur bei ihnen zu sein. Okay. Dafür kriege ich dich dran, Kuya. Ist dort jemand? Frau? Oh. Wer seid ihr? Und wo ist dieser... Wo ist Kuya? Der hat sich aus dem Staub gemacht. Habt ihr ihn vertrieben? Ich danke euch. Ihr seid doch Prinzessin Garnet. Ja, für wahr, ihr seid es. Es ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre... Seit ich euch das letzte Mal begegnet bin und wie groß ihr seitdem geworden seid. Aber warum seid ihr eigentlich hier? Wer ist diese Frau? Kennt ihr euch etwa? Quark! Meine über alles geliebte Frau, Quark! Hilda, endlich habe ich dich wieder, Quark! Ich kann mich nicht erinnern. Mit einem Frosch verheiratet zu sein. Oh, war wie bitter. Ich bin es doch, dein Zitquark. Dieser Bart. Ja, du bist es wirklich. Hilda, ich will, dass du wieder mit mir in das Schloss zurückkehrst, Quark. Und vielleicht könntest du mich ja dann wieder zurückverwandeln, Quark. Dein geliebtes Luftschiff hat Kuya aber wohl mitgenommen. Ganz egal, Quark. Solange es dir gut geht, was kümmert mich das Schiff, Quark? Oh, Sid. Sag mal, kennst du etwa Kuya? Heiko hast Kuya. Wenn du was weißt, dann sag es uns bitte. Schön. Wenn wir wieder in Lindblom sind, dann werde ich euch alles sagen, was ich weiß. Oh. Oh, wir sind schon wieder da. Hat Kuya dich auch nicht angefasst, Quark? Seine Taten kann man zwar nicht verzeihen, aber er scheint zumindest ein Gentleman zu sein. Auch wenn er wie ein Wasserfall redet. Was soll das heißen, Quark? Nicht, dass ich ihm nicht nur eine Frage gestellt hätte, aber er hat einfach von sich ausgeredet und geredet. Es war teilweise wirklich anstrengend, ihm zuzuhören. Aber die Dinge, die er sagte, waren furchteinflößend. Zum Beispiel? Er schwärmte davon, dass er nicht von dieser Welt sei und sie nur benutze, um grenzenlose Macht zu erhalten.
Und dazu benötigte er wohl die Hildegard 1. Ich werde sie dann und die anderen über all dies unterrichten müssen, Quark. Zumindest galt seine Aufmerksamkeit nicht in erster Linie mir. Er scheint mir wie ein wahrer Narzisst, der sich über alles liebt. Aber wenigstens niemand, der einen Seitensprung wagt. Hohohoho. Huch, das kam jetzt aber unerwartet hart, Quark. Was das betrifft, so bereue ich es wirklich, Quark. Gerade deswegen nahm ich all die Gefahren auf mich, um dich zu retten, Quark. Lügen haben kurze Schenkel. Du bist doch sicherlich nur gekommen, um die Hildegard 1 zurückzuholen. Da das stimmt nicht, Quark. Du stehst wie immer auf erster Stelle, Quark. Ich möchte wieder ein Mensch sein. Ich habe von den Gequake und Gezirpe genug, Quark. Verzeih mir bitte, ich werde nie wieder untreu sein, Quark. Kann ich deinen Worten wirklich vertrauen? Ich schwöre es, Quark. Du bist der Einzige für mich, Quark. Nun gut, dann will ich dir glauben. Und für die Verwünschung rückgängig machen. Aber das nächste Mal wirst du mir nicht nur als Juckzirkel davonkommen. ich weiß, Quark. Vielleicht sollte ich dich dann in eine Igelquappe. Alles, nur nicht, Quark. Aber jetzt mach bitte schnell. Schon gut, schon gut. Bin mal gespannt, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Wow. Puh. Endlich wieder ein Mensch. Quark. Jetzt kann ich mich endlich an den Bau der Hildegard 3 machen. Zirp. Ich muss erstmal wieder abgewöhnen. Ups. Wohl die Macht der Gewohnheit. Sid. Verzeih mir, Hilda. Oh, wie schön. Sieh dann. Bist du's, Lilly? Verzeiht, sieh dann. Warum plötzlich wieder diese Förmlichkeiten? Mit Verlaub, sieh dann. Wacht bitte auf. Oh, wir sind wieder in Lindblom. Was denn? Nur ein Traum? Und was steht denn an? Großherzog Hilda wartet euch im Konferenzraum. Ach so, okay. Hätte gern noch die Fortsetzung geträumt. Mit Lilly. Bitte was? Ach, nichts Wichtiges. Dip. Solche Träume hat man immer, ne? So, ja. Jetzt müssen wir mal gerade gucken hier. Hallo, Mokri. Eine Bitte, Kupo. Übergib diesen Brief an Kulmok. Gerne. Danke, Kupo. Ja, wir sind wieder in Lindblum. Nach der ganzen Dramatik und die ganze Action in letzter Zeit sind wir wieder hier, um uns mal wieder zu sammeln und wieder neue Pläne zu schmieden. Wie es dann letzten Endes erst weitergeht, muss ich zugeben, weiß ich selber gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder hier mit Final Fantasy 9. Dankeschön. Auf Wiedersehen.